Hallo, ich bin Özle, mein Spitzname ist der Mampfer und ich zeig dir jetzt etwas, was dich richtig traurig machen wird, falls du auch ein kleiner Mampfer bist. Ich kaufe hammer viele Sachen und gebe mega viel Geld aus, damit ihr euch das Geld für Flops sparen könnt. Folgt mir, falls dich sowas interessiert. Bruder, alle meine Lieblingssachen schmecken nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du diese heftige Knabberbox kennst, aber ich liebe sie. Sie lag oft neben meinem Bett, während ich geschlafen habe. Die haben folgend das Rezept verändert. Ich weiß nicht, was sie verändert haben. Ich bin hammer traurig. Ich habe sie letztens gekauft. Ich habe fast nichts davon gegessen, weil alles kacke geschmeckt hat. Verstehst du meinen Schmerz? Dann Chips frisch, hat ihr Design geändert, keine Ahnung, was da abgeht. Gesalzen waren auch meine Lieblinge, schmecken nicht mehr. Salz und Essig mochte ich noch sehr, sehr krass. Schmeckt auch komplett anders, kann man aber noch essen. Aber allgemein, die Chips schmecken nicht mehr. Auch hier Funny frisch, warum habt ihr mein Herz gebrochen? Diese Sesamfischlis waren welche meiner allerheftigsten Favoriten. Sie schmecken nicht mehr wie früher. Ich weiß nicht, ob Gott mir irgendwie was sagen will, wenn er alle meine Lieblingssachen so macht, dass sie nicht mehr schmecken. Auf jeden Fall ist das doof. Ich wollte euch diese Mampfer-Neuigkeiten mitteilen und das war's. Okay, muah.